Hi, ich bin Radek Wiggers von XBET-Tipps. Ich habe in den vergangenen Wochen schon öfter meinen Loggerbet-Account 2XBET vorgestellt. Darin befinden sich verschiedene Sportwettenarten, die ich alle in einem Account tracke. Erst habe ich die getestet, habe da einen schönen Verlust eingefahren, habe dann die defizitären Systeme abgeschalten und jetzt genau vor einem Monat, am 18. Juli, habe ich mein neues System gestartet und das läuft seitdem sehr profitabel. Wir sehen hier in dieser Zeit einen Profit von 130 Einheiten. Jetzt sagst du vielleicht, du kannst nichts mit Einheiten anfangen. Stell dir vor, du setzt 10 Euro pro Wette, dann hättest du jetzt 1300 Euro damit gemacht. Aber gut, muss man auch relativiert sehen. Ich sage mal einsatzbereinigt, weil ich, wie ich gesagt habe, jede Wettart mit einem anderen Einsatz tracke, damit man das hier auf einen Blick sehen kann. Für euch ist das jetzt hier nicht ersichtlich natürlich, aber ich weiß natürlich, dass ich alle meine Unentschieden hier zum Beispiel mit einer Einheit tracke. Alles hier mit einer Einheit sind Unentschieden-Wetten, alles mit zwei Einheiten sind Under 2,5 Wetten, alle mit drei sind Auswärtssiege, alle mit vier sind Over 2,5. Das habe ich jetzt hier pausiert und aufgegeben vor ein paar Wochen, weil es eben nicht sehr lukrativ war, wie man sieht. Die 6 von 10 waren Bundesliga-Wetten, die ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal hier eingefügt habe. Und die 7 von 10 waren Auswärtssiege, bevor ich die halt hier zu den 3 von 10 hochgezogen habe. Und so kommen dann 130 Einheiten Profit zustande. Einsatzbereinigt sind das dann hier genau 60,9 Einheiten, also 60 Einheiten in einem Monat Gewinn. Und wie lief es bei dir so? Also 13,4 ist hier der Yield, also das mit 15%, das kommt schon ungefähr hin. Und um diese 13,4 ein bisschen genauer einzuschätzen, habe ich hier mal nach den besten deutschen Sportwettern im Pre-Match-Bereich gesucht und alle, die halt über 500 Picks hier schon geleistet haben auf Bloggerbet. Jetzt kann man, oder jetzt weiß nicht, ich finde, man kann eigentlich gar nicht von Bloggerbet halten, was man will. Ich finde, das ist die objektivste Sportwetten-Plattform, die es gibt. Und man muss nur wissen, wie man sie benutzt, um da auch wirklich was herauslesen zu können. Denn Leute, die hier über 500 Picks abgegeben haben und es schaffen, sehr, sehr profitabel zu sein und einen sehr hohen Yield zu haben, die haben zweifellos was drauf. Das sind nicht nur Betrüger. Also man muss dann schon immer schauen, wie dieser Profit zustande kommt. Aber er zum Beispiel mit einem Yield von über 40%, der muss irgendwas extrem gut machen und richtig machen und wissen. Denn er muss diese Wetten im Vorfeld posten. Das sind alles private Picks. Jetzt kann es hier in der Tat sein, dass er das selber dann die Ergebnisse eintragen kann und dann könnte er halt auch Spiele, die zum Beispiel verloren gehen, als Siegerwetten hier abrechnen und dann so tun, als würde er hier immer gewinnen. Deswegen keine öffentlichen Picks, keine Garantie. Fällt schon mal raus. Dann haben wir hier diesen Pixie 99. Was macht der so? Der hatte in der Tat hier ein, zwei gute Monate und seitdem geht nicht mehr viel voran. Wie diese zwei guten Monate zustande gekommen sind, keine Ahnung. Der Yield von 24%, von daher ein wenig anzuzweifeln und daher auch raus aus dem Raster. Aber dann hier der dritte, der hier kommt, den kenne ich selber. Ich war im Sommer in seiner Amateurfußball-Vorbereitungsgruppe und der hat einfach mal locker flockig zusammen mit Frank Rüll, aka Fuchse, im Sommer im deutschen Amateurfußballbereich 100 Einheiten Gewinn gemacht. Jetzt war ich auch nicht bei allen Picks dabei und habe nur ein paar Wetten mitgemacht und hatte dann auch das Problem, dass die Wetten, die er gepostet hat, innerhalb kürzester Zeit, weil sie in so einem kleinen Bereich waren, wo halt sonst nicht viele
Wetten abgegeben werden im Amateurbereich. Da ist die Quote schnell gesunken. Er hat zum Beispiel was für eine Quote von 1,8 gepostet. Die Quote, die ich dann nach 10 Minuten gekriegt habe, war halt bei 1,3 oder 1,4. Also es ist wirklich vorgekommen, dass die sehr schnell gesunken ist. Wofür er allerdings nichts kann. Er hat die Quote zu diesem Preis abgeschlossen und deswegen hat er auch einen Yield von 23%. Und er hat es geschafft, in mehreren Monaten in Folge hier Gewinn zu machen. Einen Monat hier mal ein Durchhänger, aber im Endeffekt ja, hat er Gewinn gemacht und wird immer wieder Gewinn machen, weil er genau weiß, wie Wetten funktioniert. Er gewinnt auch nicht jede Wette, wie wir sehen. Er hat eine Trefferquote von 52%. Und das reicht ihm, um hier mega viel Profit zu machen und hier inoffiziell der beste deutsche Tipster zu sein. Es gibt hier keinen besseren und von daher 20% Yield, absolut Weltklasse, was German Insider Picks da macht. Dann schauen wir aber noch weiter. Nordisch by Nature ist nämlich so ein klassisches Beispiel, wie ein Bloggerbet-Account vielleicht ein bisschen täuschen kann. Hier lief es eine Zeit lang echt gut. Und dann ab Oktober 2017 ist nicht mehr viel vorangegangen. Und seit Oktober 2018 sogar ist es gleich geblieben oder zurückgegangen. Also er war vielleicht mal wirklich gut, aber 2 Jahre lang ging schon nichts mehr. Deswegen sind diese 20% nicht mehr, ja, entsprechend nicht mehr dem aktuellen Können, sage ich jetzt mal. Der würde jetzt auch hier aus der Rangliste fallen, in der jetzt bisher nur German Insider Picks wirklich seinen Stellenwert gerechtfertigt hat. Dann schauen wir hier, gibt es noch Ehrenmann? Da haben wir ja auch schon natürlich intensiver unter die Lupe genommen und da ist der Name auch Programm. Der schafft es auch über einen längeren Zeitraum immer wieder Gewinn zu machen. Auch hier mal einen schlechten Monat dabei, das ist überhaupt kein Beinbruch, das kann jeder mal machen. Der hat hier aber auch nur 359 Picks, hat einen Yield von 13%. Man sieht hier, der hat schon mal früh angefangen, da ging nicht wirklich was voran, aber seit wann macht er das jetzt? September 2018, jetzt ein Jahr ungefähr, geht es nur bergauf. Absolut ja, Expertentipps im Amateurfußballbereich, Umquoten von 2,0. Immer eine Einheit pro Wette, also das sind so Kriterien. Hier sieht man, der weiß, was er macht. Hier zwei oder drei Einheiten variiert er. Seine Einsätze ist auch okay, wenn er weiß, was er macht. Und er verlangt 100 Euro im Monat dafür mit einem Yield von 13% auf 359 Picks. Und so schließt sich dann der Kreis. Also wir haben hier durchaus eine gute Liste mit vielen guten Tippstern im deutschsprachigen Bereich, von denen manche ihre beste Zeit hinter sich haben, aber noch von alten Erfolgen zehren, wie Nordisch by Nature. Und gut, wir haben meine Picks in einem Monat 454 Wetten abgegeben, damit mehr als Ehrenmann und sogar noch einen, ja, fast besseren oder gleich guten Yield. Von daher, ich hatte vielleicht mal eine schlechte Woche, aber alles in allem sind diese Strategien sehr interessant, profitabel und ja, hoffe, dass es so weitergeht. Aber die Garantie hast du ja nie, dass es so weitergeht. Die hast du vielleicht bei Leuten, die so wie German Insider Picks in der Regionalliga und in der Oberliga sich gut auskennen und dort viele Spiele anschauen. Also da, aber auch der kann dann irgendwann sein Mojo verlieren oder was weiß denn ich. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ich analysiere die Vergangenheit und ziehe daraus meine Schlüsse für die Zukunft. Das ist so meine Herangehensweise und jeder, der denkt, das ist Bullshit oder Kack, der, ja, kann sich diese Statistiken ja mal genauer anschauen und wird dann sehen, dass es eben kein Kack ist, sondern sehr, sehr erfolgreich. Zumindest in diesem Monat. Und was man hier noch sehen kann, weil ein Kritikpunkt war, dass ich eine sehr niedrige Trefferquote habe. Ich gewinne natürlich bei Quoten um 2,3 oder 3,5.
nicht jede Wette und nicht mal jede zweite oder jede dritte, aber das muss ich auch gar nicht, weil ich in der Summe so hohe Quoten habe, dass es sich langfristig auszahlt. Über 5 oder 10 Wetten kann jeder mal eine schlechte Phase haben und wenn ich von 10 Wetten nur 2 oder 3 gewinne, kommt das absolut vor. Kommt aber auch vor, dass ich von 10 Wetten dann 6 gewinne mit einer Quote von 2,3 oder so und dann lohnt es sich richtig. Und von daher sind 10 Wetten eine ganz, ganz schlechte oder kleine Sample Size. Deswegen habe ich so meine 100er-Regel. Wenn ich mir einen Tipster anschaue, verfolge ich erstmal 100 seiner Wetten, um zu sehen, was wettet der, hat der überhaupt Ahnung oder spielt er nur so Mainstream-Tipps. Mit Mainstream-Tipps meine ich jetzt alles, so Premier League, Bundesliga auch. Da musst du schon, ja, weiß nicht, da musst du schon einfach so hinter die Matrix gucken können, um da langfristig erfolgreich zu sein. Das sind halt diese Ligen. Da werden Milliarden an TV-Geldern gezahlt und dementsprechend wissen die Buchmacher in diesem Bereich, dass sie da auch ihr Geld holen. Und da musst du dich halt einfach sehr, sehr gut auskennen, um Gewinn zu machen. Während in Ligen wie Indonesien oder Finnland, da reicht es halt schon, wenn du dich ein bisschen mit den Statistiken dort befasst, so ich das tue. Und von daher hat Fußball sehr viel mit Mathematik zu tun. Kann ich euch auch die Reportage Big Data ans Herz legen. Wie hieß die? Über diese, oh, ich weiß nicht, wie sie hieß, kommt auf jeden Fall auf Netflix. Da geht es darum, dass sie sagen, dass Daten mittlerweile mehr wert sind als Erdöl. Und aus diesem Grund sammeln eben so Firmen wie Cambridge Analytica über Facebook Millionen von Daten, haben zu jedem Facebook-Profil Tausende von Datenpunkte, um zu sagen, wie diese Person reagieren wird und um solche Charakterprofile zu erstellen und zu sagen, das ist ein statistischer Zwilling. Es ist wahrscheinlich, dass der sich so verhält, weil sein statistischer Zwilling sich so verhalten hat. Und das kann man natürlich auch auf Fußball anwenden. Wenn es in einer ähnlichen Situation, in einem Spiel, bei dem so viele verschiedene Faktoren so und so waren, wenn das da auffällig oft so gelaufen ist in der Vergangenheit, dann wird es auch in der Zukunft in vielen Fällen wieder so laufen. Und das ist Mathematik, das ist Statistik und das funktioniert. Das zeigt dieser Account. Mehr ist es nicht. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare. Dann versuche ich das zu beantworten. Ansonsten hört ihr wieder nächste Woche von mir. Wenn ihr den 2xBet Systems folgen wollt, könnt ihr das kostenlos auf BloggerBet unter dieser Adresse machen. Alle Infos dazu gibt es auch auf meiner Website xbettipps/2xBet. Also, schöne Woche, bis dann, euer Radek.